So, jetzt habe ich. Ach komm, ich nehme Speedo-Medikit. Soll ja aufgebraucht werden. Genau. Ne, das ist noch kaputtisch. Achso, ja. Da, jetzt! Dunkles Regen. Ja, oh, nochmal. Dunkler Nebelschleier. Es wird jetzt schön duster auf der Map. Jetzt kann er uns suchen, wie er will. Jetzt findet er uns dann. ja, abwarten. Es hängt vom Killer ab. Wahrscheinlich hockt er jetzt gleich bei mir. ja. Das ist so typisch. Oder bei mir und ich komme nicht mehr dazu, das Medikit zu benutzen. Genau. Ich helf's dann auch für dich. Ja, das ist ein Bilo-Medikit. Also. Oh, ich lieb dieses. Ich lieb die Map. Ich weiß nicht warum. Ich find's cool. Ja, ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Die kommt schon da vorne? Was heißt die? Der Geist. Also, nein, das Gespenst. Entschuldigung. Ah. Die ist erstmal auf mich zugelaufen. Oh, ja. Ja, super. super. oh, Mann. Als hätte man es nicht gesagt. Hä? Hier war doch gerade ein Mate. Warum ist der weggegangen? Ach, deswegen. Hallo. Lauf, Dennis, lauf. Ich guck jetzt so von ihm an. Oh, hier sind Totem. Dann machen wir mal schnell kaputt. Hab mich verloren. Ich lenke sie mal ein bisschen ab. Oh, das war nicht so smart. Scheiße. Hallo. Er hat mich verloren. Bin ein Kobo. Im hohen Gras. Ja, das ist halt der Vorteil dieser Map, ne? Oh, ich lieb's. Oh ne. Ich hab nichts gesagt. Oh nein! Ich bin doch nicht entkommen. Wie kamen die jetzt so schnell darüber? Ich kann ja so phasen irgendwie, keine Ahnung. Ja, hab's grad gemerkt. Hä? Oh fuck. Ja, das habe ich auf meinem Gewissen. Ja. Ja, immerhin seid ihr schon fast fertig. So semi fertig. Jawohl. Hallo. Denken Sie mal ein bisschen ab, dann könnt ihr euch schön erholen. Der Mate holt euch im besten Falle. Ich bin fertig mit der Hose. Ja, der kommt schon. Ja, der Killer rennt hier schon bei mir rum. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ich habe das Gefühl, der spielt nicht richtig. Ja, Leute, wie wär's, wenn wir uns jetzt erstmal heilen, anstatt hier an den Generator zu hocken? Was soll denn der Scheiß? Ah, Generator. Hallo! Der ist doch fast fertig. Ist gut. Ist der noch bei dir? Ja, ja, der face die ganze Zeit an mir vorbei. Ja, das ist so ein Rauschen. Und daraus kannst du ungefähr schließen, wo der langläuft. Jetzt ist er nicht mehr bei mir. Oder kann ich mich jetzt mit dem Medikit teilen, damit das aufgebraucht? Die Katze geht schon wieder raus. Wie auch immer das, also gefühlt spielt er nicht richtig. Also entweder spielt den Killer neu. Oder sie, ja. Oh nice. Sie spielt mit uns sozusagen. Wie, ich habe einen Hasensegen bekommen. Hm.
Was halt jetzt halt, wo der rumhupst. Ich würde gerne mal wieder einen Generator machen. Der ist gerade hinter Maid her noch. Oh ja, dann kann ich ja da hoch. Oh Mann, ist das einer. Wir machen das jetzt mal mit Reparatur. Werkzeugkiste. Dann ist das mal ein bisschen besser dahin. Oh nein. Ich hab's gewusst! In der PlayStation war das am Anfang voll der Krampf. Das war alles zeitversetzt. Ach komm, lauf doch mal jemand anderem hinterher. Ja. Nein, 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 nein. Killer rennt mir hinterher. Ah. Killer rennt mir nicht mehr hinterher? Was ist denn mit der? Ich hab ja gar keinen Bock, die Leute zu verfolgen. Hä? Guck ich mich ja wieder um meinen Generator. Hä? Ja, da ist sie da. Ja. Ich renne jetzt die anderen wieder hinterher. Hä, es ist ganz merkwürdig mit der. Ich weiß nicht, wie man DVD spielt. Hallo, kommst du zu mir? Komm einfach zu mir. Ich. Das passt schon. Wir machen ihn schnell fertig. Ja. Wenn die mal nicht zu uns rennen wird. Ja. Das ist doch nicht dumm. Das ist doch nicht dumm. Ist doch egal. Wir werden vorher eh fertig. Schon? Nee, ich hing schon einmal. Nee, hingst du nicht? Es hing noch keiner. An? Stimmt. Immer noch habe ich nichts gesagt. Cool, ich bin direkt da, wo der Killer rumrennt. Simon, der kann halt spielen. Glaube ich tatsächlich auch. Aber. Das ist schon Anfänger. Ja, aber irgendwie muss man es halt auch mal lernen, ne? Das stimmt. Und ich liebe die Map. Ich glaube, die verflucht mich gerade. Wieso? Weil ich mir die Map aussuche. Als Anfänger auf der Map, das muss man schon. Ja, die Map ist nicht so einfach als Killer, weil du übersiehst schnell die Leute, aber ganz ehrlich, es liegt nicht daran, dass sie die Leute übersieht, dass sie die Leute nicht kriegt, so wie ich einen Eindruck habe. Apropos nicht kriegt, wer kommt denn da gerade angescheitert? Hallöchen. Oh? Ja, bei mir. Beim Generator auf diesem komischen Podest-Dings. Oh. Juppie! Kurz ein Turbo eingelegt. Aber wenn sie mich jetzt noch kriegt, dann Respekt. Wenn sie das Tempo mithalten konnte, oder vorne kommt sie. Ich gehe einfach in den Schrank. Das rafft die doch bestimmt nicht. Sie hat mich verloren. Hat jemand's aufgemacht oder was? Ich glaube, da Martino hat aufgemacht. Findest du einen Ausgang? Ich. Ah, ich heile Maid noch. Ja, die hat hier aufgemacht. Dann mache ich hier auf. Und dann gehen wir raus, oder? Ja, ja. Ich gehe raus, ja? Ja, ich habe den Schutztreffer einkassiert mal wieder.
Wir gehen, ja, wir gehen alle. Wir sind alle raus. Wir sind alle raus, die war bei uns. Und du? Wir sind alle raus. Okay, dann gehe ich jetzt auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person schon viel Erfahrung mit dem Killer hat. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber vielleicht hat auch einen schlechten Tag, gibt's ja auch mal. Ja, okay. Die Standard-Perks. Stufe 2. Ja, also. Ja. Das hat uns auch mal gegönnt, dass wir gewinnen. Ja, stimmt. Darf ja auch mal sein. So sehe ich's auch. So. Die wollen nur, dass du dein Medikit behalten darfst. Wow. Ich habe ja extra ein Pillow genommen, damit es nichts macht, wenn ich es verliere. Wow, fuck, das hätte ich jetzt gerade haben müssen. Ja. Jawohl. Zack, 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 zack. Wieder Killerblenden. Was ist das? Ach ja. Höh. Hand als Überlebende ein Viszeralgeschwür. Du wählst du diese Herausforderung aus, wird ein Viszeralgeschwür erzeugt. Was ist das denn für eine Aufgabe? Das weiß ich nicht. Das ist Foliant 5. Ich tue die die Folianten sind ja so Hintergrundstories zu der bei Daylight, wo du halt freischalten kannst während dem Spielen, aber ich bin da. Keine Ahnung. Ich habe das irgendwann mal viel zu spät angefangen und ich spiele zu selten bei Daylight, um da dran zu bleiben. Ach. Aber kannst du mal ausprobieren. Als ob du selten bei Daylight spielst. Ist tatsächlich so, weil... Du spielst immer, wenn ich ausspiele. Ja, aber wie oft spielst du Dead by Daylight? So als... Ja gut, das stimmt. Gell? Ha! ich spiele ja... Fast nur, wenn ich aufnehme. Fast nur. Und bei... Was denn das? 6 Folgen monatlich? Kann ich mir vorstellen, wie oft ich der Padella spiele. Ach ja, ich glaube, wir müssen einfach dann mehr spielen. Ja, gut. Können wir gerne machen. Jetzt wird's wild. Wieso? Ich hab so ein Gespür. So. Ich hab grad so eine festliche Werkzeugkiste gezogen. 32 Einheiten. Die festlichen Werkzeugkiste. Die Reparaturgeschwindigkeit um 50%. Mach Addons rein, wenn du die ohne Addons nicht benutzen kannst. Mit einem roten Zahnrad. Ne, das würde ich auf keinen Fall machen. Das rote Zahnrad verbraucht komplett deine Werkzeugkiste. Und dann kannst du das Billigste vom Billigsten nehmen. Und es hat den gleichen Effekt. Du musst auch jetzt mal durchlesen, was die Dinger machen, bevor du sie reinmachst. Also das rote Zahnrad ist eigentlich das Beschissenste, was du in die beste Werkzeugkiste im Spiel reinmachen kannst. Na gut, rot ist gut. Ja, nicht immer. Oh Mann. Also du kannst, ja, wenn du jetzt an einen Generator gehst, kannst du einen Werkzeugkasten wählen oder das Zahnrad. Wähl den Werkzeugkasten, bis er fast aufgebraucht ist und dann nimm das Zahnrad. Ich glaube, das geht vielleicht noch. Weil okay, sonst... Also, und dann kommen schwere Fähigkeitschecks beim Zahnrad, ne? Musst du halt bedenken. Ein Thema, das kriege ich hin. Okay. Ich treffe immer die Mitte. Sag mir, wenn du das anwendest, dann gehe ich woanders hin. Oh Mann, ey. Ich muss hier bald mal aufmachen, ey. Ich heiz mal wieder den Raum, ohne die Heizung anzuhaben. Oh. Ja, aber es ist zu warm schon. Ach schon, oh Gott. Das ist das dritte Mal hier an dem Abend. Hallo, du bist direkt neben mir, hallo. Ach, es sind alle, glaube ich, hier. Oh ja. Den Generator finden wir natürlich Premium. Ja, ich möchte mal das Zahnrad benutzen.
Oh, ich muss noch die Pflanze ernten, das ist ganz wichtig. Ja, dann mach das. Ich suche mir mal dabei einen Generator. Gott, das dauert ja ewig. Ich hab doch schon einen. Ich kann es nicht auswählen. Also zum Glück dauert das nicht lange, das Ding zu ernten. Dann bin ich ja richtig produktiv für alle anderen drumherum. Das ging sehr schnell. Ach, ja. Das Ghost fehlt. Ja, da. Hier sieht aus wie die Schneekönigin. Hallo? Oi. Gott, bin ich blind. Ich habe einen Killer geblendet, aber ich war komplett blind auch. Junge, das sieht aus wie die Eiskönigin. Oder Schneekönigin, was weiß ich. Ist er weg? Ja. Er geht gerade zu den Leuten, die sich heilen. Ach. Und aus dem Schrank rausgeschlichen. Also von deiner Seite aus jetzt rechts rum weglaufen. Na, no, das sieht doch gut aus hier. Ja. Ich konnte es übrigens nicht auswählen. Das rote Zahnarzt kommt, das rote Zahnrad kommt zuerst und dann kommt der Werkzeugkasten. Okay. Also hast du den Werkzeugkasten jetzt noch? Ja, aber der ist jetzt weg. Ja. Du musst die Runde überleben. Machen wir. Wir haben danach nur noch 4. Und wenn der Xeron sich beeilt, haben wir nur noch 3. Ja, der ist schon gar nicht so weit weg von uns. Ja, der wird jetzt erstmal in unsere Richtung kommen wahrscheinlich. Das glaube ich aber auch. Versuch mal durch die Mitte zu dem Dude zu gehen. Achso, ich bin ja schon im Generator. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Okay, den Mate-Ton. Ich hab gesehen, wo der Killer ist. Der Killer könnte in deine Richtung laufen ein bisschen. So. Der Schrank hat mir geholfen. Okay. Ja, ich habe den Mail gleich geheilt. Wir gehen dann weiter zum Generator wieder. Ah. Scheiße. Komm, hast den einen mit der anderen gedownt. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Hast du das schon was? Nein, aber ich bin gerade gefährdet und ich habe einen Generator-Check verkackt. Das heißt, der Killer weiß jetzt ungefähr, wo ich bin. Und ich bin gerade One-Hit. Das kann ja nicht besser laufen. Ah, da holt ihn. Ja, aber komm schön zu mir und helft mir, so ist das gut.
Jawohl. Servus. Moin. Yippie. Okay, da vorne ist der nächste Generator und der Mate wird gejagt. Also vielleicht sind wir schnell genug. Vielleicht auch nicht. Oh, ich bin eher in die andere Richtung gegangen. Ja, ich bin natürlich genau in die Richtung gelaufen, wo der Killer gelaufen ist. Ja. Kommst du zu mir zum Generator? Hier war irgendwo, ja, ich hab ihn gehört, aber. Ah ja, da. Da ist gerade der Killer durchgelaufen. Er findet uns nicht. Oh, vielleicht doch. Ah, ja, der andere ist da drüber. Ja. Ja, komm genau auf uns zu. Oh, der andere ist ja direkt neben dran, Alter. Oh nein. Du hockst noch dran? Ja. Okay. Ich hab's irgendwie nicht gerafft. Obwohl du es gesagt hast, das ist mir nur. Die Informationen sind mir nur jetzt irgendwie. Spanne angekommen. Noch weiter Generator. Oh, der ist schon schnell, das muss man blasen. Ja, ist auch verletzt. Und der wird ja auch immer schneller mit der Jagd. Dann gehen wir nicht hin. Super. Ah. Ah, wir machen ja auch. Das war eine Sackgasse. Ich mache es im Raum mit nur zwei Schränken drin, also sorry. Ja, gut. Deswegen häufiger die Map bespielen. Achtung, ich werde genau da aufkommen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber. Ich bin's nicht. Ja. Oh. Nein! Nein! Nein, 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 mach's nicht. Oh, der ist doch lebensmüde. Der holt mich jetzt schon vom Hago, obwohl er nicht mehr richtig weg ist. So in der Scheiß. Der heilt mich wenigstens, oder wie sieht's aus? Okay, der Killer ist irgendwie voll in meiner Nähe. Warum auch nicht? Als hätte er dich gesehen, ne? Ach ja. Hat er aber nicht. Ist irgendwo im großen, so, kleinen Gebäude. Dann würde ich sagen, gehen wir noch. Okay. Ich sag mal so, jetzt hat er mich gesehen. Ich dachte, ich bin safe und dann kommt der auf einmal um die eckige Scheiße. Hier wird doch noch irgendwo ein Generator sein. Das würde ich erzählen, dass ich gerade verloren habe. Oder dass er mich verloren hat, eher. Oi. Katze leuchtet. Oh, auch nicht wieder zurück zum Generator, wo ich eigentlich hin wollte. Oh Mann. Der Mate wurde vom Generator weggezogen. Da bin ich gerade verschrocken. Ich geh mal in den Generator hier. Ja, ich kann den Mate gleich holen. Ich
Bei mir schon gleich der Eingang. Der Ausgang. Falls. Ja, du. Erstmal versuchen, Maid zu retten und zu heilen, besten Fall noch. Jetzt nehme ich wahrscheinlich sogar Xer. Ah, ne. Nein, nein! Ach komm! Ja Mann, was soll ich machen? Mich in den Schrank gehen? Weglaufen? Ach, das gibt's doch nicht! Wie oft kann man das Ding denn kriegen? Scheiße. Aber alles gut, alles gut. Nein, ich bin gerade One-Hit schon wieder. Oh. Wenn da jemand auffällt und du im Terrorradius bist, bist du One-Hit. Okay, der Mate wird gejagt, nur nicht ich. Zieh mal dahinter, schleichen Generator, den machen wir schnell. Okay, auf eine Frage. Nein, der rennt zu uns! Wie dumm ist denn der? Ja. Hier der Killer ist, kommt da direkt zu uns. Musst du gar nicht erst machen. Vielleicht guckt er ja aus Versehen da rein. Könntest dir vielleicht auch mal, es gibt nämlich einen Perk, da tust du den Killer stunnen, wenn du aus dem Generator, aus dem Schrank springst vor ihm. Das ist, ja, muss ich mir wirklich mal zulegen. Das wäre, glaube ich, was für dich. So die ganzen Perks, wo du mit Schränken interagierst, das ist was für dich. Das stimmt. Ich kenne die Schränke schon von innen. Okay. So viel gibt es da aber nicht zu sehen, ne? Ach kacke, der Generator sieht aber nur. Jawohl, Alter, ich hab Jackpot. Wieso hast du Jackpot? Ich hab ein Sanika-Stück gefunden. Nice. Das ist so eine hübsche Kiste. Alles für die Blutpunkte. Apropos Blutpunkte, ich hab hier einen Killer am Arsch. Ich komm. Wohin willst du kommen? Ja, zu dir. Wieso? Wir holen dich jetzt. Wir sind zu zweit, er ist allein. Ja, ich häng ja noch nicht mal, ich renn ja noch weg. Okay, dann mach ich jetzt meinen Generator noch. Mach das bringt mir mehr. Da habe ich einen Sprintboost, wenn du das schaffst. Und ich werde je nachdem geil, wenn ich verletzt bin bis dahin. Ich hoffe es jetzt mal nicht, aber... Jetzt muss ich erstmal den Generator wieder finden. Gehen wir doch nicht. Ah, da ist doch einer. Killer, 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 Killer. Daneben, daneben, daneben. Killer, Killer, Killer. Killer, Killer, Killer. Du rennst aber immer in eine Richtung, oder? Ich habe keine Ahnung, wo du bist, also kann ich dir nicht beantworten. Okay, ich habe den Killer mal verloren. Wie auch immer das geklappt hat, aber es hat schon funktioniert. Hab ich gefunden. Wo bist du im Generator? Wo ist der? Der war dahinter. Toll. Da hinten. Ah. Mit da hinten kann man ja richtig viel anfangen. Ich jetzt Glück hab. Wo was ist da hinten? Beim Ausgangstor. Ach der, ja, da war ich halt eben schon dran. Ich bin ein Koma, ich weiß nicht warum, aber ich bin ein Koma. Der macht wahrscheinlich einen Generator kaputt. An dem Generator war ich gerade eben auch schon dran. Der weiß, dass der Generator beliebt ist. Ich war's nicht! Der ist direkt bei mir. Oh, hi. Das ist ja richtig gut gelaufen. Also ich habe den Killer mal wieder am Arsch. Wenn du einen Generator machen kannst, gerne. Sonst kannst du mich gleich vom Haken pulen. Oh! Ich meine, nee, ist schon, weil die Katze, die läuft der ab. Rennt mir hinterher. Mach dir keinen Kopf.
Dann suche ich den Generator jetzt wieder. Ist das ein Hin und Her hier? Da ist recht. Ah, da ist er. Ja. Jawohl. Ich hab'n wieder. Halt durch, halt durch. Geduld, Geduld. Aus Gras wird Milch. Keine Ahnung, wo der ist. Ich renne hier die ganze Zeit im Kreis. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Du machst richtig. Ja. Komm Richtung Ausgang. Komm Richtung Ausgang. Ich weiß, ich mach den Ausgang einfach erstmal fertig, bevor ich da hinlaufe. Ich bin ja verletzt, Alter. Bringt mir nichts, wenn der mich da abkühlt. Jawohl, jawohl, jetzt sind wir schon zu zweit. Oh je, renn in die andere Richtung. Schnell, renn in die andere Richtung. Ich werde nicht mehr verfolgt. Achso. Nein, nice. Nein! Egal, ich zieh durch, ist mir scheißegal. Das ist auch sehr nice. Und jetzt fix wie fort! Alter, ich hab grad ein Medikit, was halb aufgebraucht ist, nur aufgehoben. Ich geh mal zum einen Ausgangstor. Natürlich, ja klar. Ach klar, natürlich hat er den Perk. Ei, ei, ei. Naja, ihr könnt jetzt wenigstens noch abhauen. Wenn er es nicht gemerkt hat, dass ich in den Schrank gegangen bin, was er gemerkt hat. Ja, der guckt allgemein Schränke. Ja, ich bin aber auch gerade da. Oh, ich hoffe, der Mate haut nicht ab. Ich hoffe, der Mate haut nicht ab. Ich guck, wo er hockt. Doch. Wir können es aber schaffen, uns zu holen. Der schafft. Ja, doch, der schafft. Doch, er wird schaffen. Aber da, wo der er jetzt gerade rumsteht, schafft das nicht. Ja, vor allem bleibt er stehen. Ja, eben. Ah, nee. Nee. Doch. Wäre halt jetzt Ehre, wenn er sich beeilen würde. Raus, er rennt raus. Hm. Er lässt sich. Er lässt sich. Ja, stehen. Er will noch einen Schlag mitnehmen. Ach, Kollege. Ja, als ob er den roten den Punkt nicht sehen wird. Der ist auch nicht dumm. Guck erst aus. Ja, ich hab's gemerkt. Alter. Wir hätten das schaffen können, aber er hatte es halt auch noch den Perk gehabt, dass er uns one-hittet. Naja. Was will ich machen? Ja, du sagst es. Solche Leute gibt's immer. Ich habe immerhin ein Viszeralgeschwür geerntet, was auch immer mir das bringt. Außer Blutpunkte, aber. Ich sammle keine Zahnräder mehr. Das die Reparatur mit der Werkzeugkiste wird durch nagelneues Teil installieren ersetzt. Bla 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 bla. Dieser Zusatz wird bei seiner Benutzung vollständig verbraucht. Yeah. Und noch eine Gripzange für Sabotieren. Warum für Sabotieren? Wann hast du meinen Haken sabotiert? Ich? Hm. Nur als es meine Mission war, aber nicht diese Runde. Ja, warum nimmst du dann eine Grippzange zum Sabotieren mit? Also ich mach das immer da rein. Okay. Erhöht die Sabotagegeschwindigkeit der Werkzeugkiste um 20%. Und was nehmen wir denn heute mit? Wie wär's mit Escada? Was? Was werde ich heute wohl genießen? Escada. Ich habe kein Wort verstanden, was du sagst. Was sagst du? Escada. Das ist eine Wurst. Ach so. Das war mal ein Werbeslogan. Hm.
Ja, ich bin nicht so für Werbung gucken. Ja, ich auch nicht. Hm. Aber wenn du im Einzelhandel gearbeitet hast, dann weißt du, weißt ja. Also das wäre so einer, auch einer der Gründe, warum ich das nicht machen wollen würde, ehrlich gesagt, diese ganze Werbung, was du den ganzen Tag hörst, gehüllt. Also, ich weiß nicht, ob man das irgendwann einfach ausblendet, aber... Glaub mir, richtig, richtig, penetrante Werbung, die kann schon immer ausblenden. Manche ja, aber es gibt schon Werbung, wo du da sagst, ja, okay. Das kann ich einfach nicht mehr ignorieren. Manche Werbung geht dir einfach nur hart auf den Sack. Aber, soll ich dir was sagen? Das ist die beste. Ja. Das verfolgt dich auf Schritt und Tritt. Ey, wer hat jetzt dieses Wahrscheinlichkeit zur Elementary School reingemacht? Ja, es wird entweder Yamaoka Anwesen oder Elementary School. Lass uns hoffen, dass es das Anwesen wird, nicht die Schule. Was habe ich rausgehört? Extra, weil ich nicht wusste, was das ist. Weil die Schule wusste ich, was es ist. Das vermeide ich. Ja, es gibt so ein paar Maps, wo nicht so geil sind. Ich meine, die ist gut designt und so, ne? Aber darauf zu spielen, vor allem den Killer richtig zu orten, ist beschissen. Das glaube ich. Nach der Runde muss ich nochmal meine Getränke nachfüllen. Ja, das Event ist übrigens vorbei. Oh. Wir haben nicht mehr den Ladescreen. Stimmt. Das schmeißt sogar nicht auf. Mann. Ja, ich dachte gerade so, irgendwie... Sieht's anders aus. Ja. Jawohl. Jawohl, genau. Es ist nicht das Beschissene geworden, sondern das Anwesen. Das Anwesen ist eigentlich ganz schön gemacht. Hat auch schöne Gräber, wo man sich verstecken kann. Irgendwas singt. Jägerin. Oh, so viel singende Killer gibt's nicht. Ein Niederjäger. Wie viel das für nutzen, ey. Aber soll ich dir was sagen? Ich find's eigentlich ein guter Killer, so. Ja, es ist halt ein normaler. Also ich spiel gern gegen die. Der ist halt nicht overpowered, so wie andere. Sondern, naja. Das ist halt wirklich noch ein bisschen mit Skill, sag ich mal, zu tun. Manche Leute können Beile werfen, andere nicht. Also, im Computerspiel natürlich. Natürlich. In echt habe ich, glaube ich, auch noch nie einen Ball geworfen. Ich habe auch noch nie einen Ball geworfen. Aber, wer Bouncer Ball spielen kann, kann auch Beile werfen. Ha! Meinst du? Als Ziele kannst. Ja, aber das ist mal ein Unterschied, ob du einen Ball schlägst oder das Ding loswirfst, loslässt. Jawohl, der erste schleicht durch. Der zweite auch. Das Rotzbäckchen hat's geschafft. Bam. Bam. Gehen wir ab oder gehen wir ab? Ich geh mal den Mate holen. Ich geh mal den. Den anderen holen, der jetzt aufgegangen wird. Gute Idee. Nein. Das darf doch nicht sein. Cool, der ist reingekommen. Hallo. Oh. Zieh mal, lauf mal nach rechts. Nee, muss ja erst einen Toten kaputt machen. Okay. Ach, komm schon! Zieh mal, lass dich nicht erwischen. Aua, ich lass mich jetzt erwischen. Nein. Junge, also da war ich doch schon ums Eck. Da das hat die Hitbox mal wieder zugeschlagen. Ah! Und natürlich direkt den Granaten. Natürlich. Da ist ihr Totem. Ich wollte ihr nur ihr Totem kaputt machen, aber sie hat mich leider gehört. Das wollte sie nicht. Da hat irgendwie was dagegen. Hallo. Das wird erst kalt und dann wird weiter. Aber jetzt holen wir erstmal Simon noch. Ja.
Denn GHPLP. Mein bester Buddy. Okay, das ist nicht so optimal. Ich meine, wir haben uns ein Soll für diese Folge, ja, für diese Runde schon erfüllt, gefühlt. Ah. Oh. Aber... Mein Gott! Oh! Hallo! Hallo, bleiben Sie stehen! Ich hätte gerne eine Rückmassage. Danke. Ich glaube, er sollte gehen. Nee. Ah, nee. Okay. Nein, nein, nein. Oh, das ist doch ein Trottel. Ich war's nicht. Ich weiß. Er kommt. Ja, jetzt hättest du stehen bleiben können, dann hätt's gereicht. So reicht das nicht. Aber... Es hätte gereicht. Das tut mir leid. Den ich dachte, er wäre vorbei. Das tut mir leid. Ja, endlich. Hat endlich mal jemand... Das Totem kaputt gemacht. War renn ich dahin, wo es Totem kaputt gegangen ist, da ist ja der Mate. Ein schlechtes Wissen. So, musst du nicht haben. Fuck, wo ist der Mate? Wichtiger ist, wo ist der... der Generator? Ah, da ist der Mate. Und da ist auch der Killer direkt neben dran. Das ist natürlich super. Ist der noch da? Ja, der Killer ist direkt beim bei dem Dude, der am Haken hängt. Aktuell. Oh. Weil der Mate da auch rennt. Guck ich mal, ob ich den da hole kann irgendwie. Kannst du nicht. Der Killer steht direkt neben dran. Immer noch. Ne, Katze, schau auf. Ach, ey. Ach, je. Yeah. Noch da? Ich hab mal noch Katze. Ich habe keine Katzen mehr, aber ich sterbe hier gleich, wenn du noch länger wartest. Ich komme nicht einfach. Ich habe zwar Katze, aber wir rennen einfach weg. Das ist ganz dringend los, nicht da lang. Oh ja. Hab's gerade gemerkt. Ich hol den Mate gleich. Mal geheilt. Na klar, na klar. So, Mate, wo bist du? Mate ist gerettet. Oh, sehr gut.
Dann gehe ich in den Generator jetzt. Ja, da ist ja auch noch jemand. Moin. Soll ich dich erstmal? Moin. Ja. Ich hoffe, er verkackt es nicht wieder. Irgendwie, ich wollte gerade sagen, irgendwie komm, habe ich da gerade ein Déjà-vu. Boah, der war knapp. Junge, wo sind wir denn jetzt schon wieder hin? Der Killer ist links von uns. Von dir. Ah ja. Ja, hol den. Jawohl, sehr gut. Aber ich glaube, wir jetzt gleich in unsere Richtung kommen. Ja. Wir müssen ganz dringend los. Na klar, trifft er mich? Wir Leute und er trifft mich. Also, ich meine, warst du geheilt. Er jagt aber die andere, Gott sei Dank. Ich bin in der Mitte oben auf so einem. Also Mitte-Dinge. Ich hab mich mal einen Generator. Ja. Oder ich hock schon an. Komm, wir heilen dich. Ich komm nicht an dich ran. Wir meinen jetzt einfach einen Generator. Okay. Wollte ich auch so. Bleib, ja, toll. Bleib neben dran stehen, du gibst uns Bonus. Oh. Für sie können wir eh nichts mehr machen. Wo ist das? Ach, da. Oh Gott, das schaffen wir noch. Ich bin an einem Tor, mach schon mal ein bisschen auf. Ja, ich guck gerade, dass zu einem auch lauf. Okay, das ist relativ weit weg von mir. Das ist bei mir. Ja, okay. Das ist bei mir bei meinem Tor. Ich geb's an einem anderen Tor. Ich hab kurz vor und auf. Hm? Ich lass jetzt los. Kurz vor auf. Ja. Ja, wenn die zu dir kommen sollte, hau ab. Ich krieg meins in der Zeit dann auf. Ja, auf, okay. Ja, die starr, ja, die starr. Ja, dann geh. Ich geh raus. Und dann komm ich jetzt auch raus. Und bis die hier ist, schaff ich das. Ja. Nice. Puh. Gott sei Dank. Das war intens. Irgendwas freigeschaltet, nice. Findest du richtig? Ich kann es nicht lesen. Nice. Das war richtig gut jetzt. Drei Generatoren gemacht. Nice. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ne? Ciao. Oh.